Am 20. Oktober wird Conchita ihr neues Album hier im Konzerthaus präsentieren. Für die Aufnahmen zu From Vienna with Love, die zurzeit im Keller des Hauses stattfinden, konnte sie die Wiener Symphoniker gewinnen. Ich nenne es auch so ein bisschen das Album, das sich alle gewünscht hätten nach dem Sieg vom Song Contest. Und damals habe ich das nicht gemacht. Jetzt wird ja auch irgendwie so ein bisschen mein Kindheitstraum erfüllt, weil all diese Songs kenne ich sehr, sehr lange und singe ich sehr, sehr lange. Und dass sie jetzt in ein orchestrales Parfum getaucht werden und ich die singen darf, ist ja so ein bisschen eine Reise, die zu Ende geht. Ich finde, dass schweinsmusikalisch ist und das macht das Ganze wirklich gut. Das macht es interessant und das macht das ganze Projekt auch für die Symphoniker wert, gemacht zu werden. Man hört einfach an seiner Stimme, dass er doch älter und erwachsener auch geworden ist. Sicher ist, dass wir von Conchita noch viel hören, aber auch sehen werden. Oh, natürlich wird mein Leben verfilmt. Ich habe viel vor und bin sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf und dass das, was ich lebe, eine Inspiration dafür ist, für alles, was kommt. Und ich bin, ja, denke ich, einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten.